Woran erkennst du, dass du der größte Spion der Welt bist? Lance Sterling. Lance Sterling. Lance Sterling. Jeder kennt deinen Namen. La 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 la. Nehmt die Niederlage nicht zu schwer. Ihr durftet Lance Sterling kennenlernen. Danke, danke. Zurück an die Arbeit. An die Arbeit. Das ist zu viel. Es ist genau angemessen. Trotzdem, zurück an die Arbeit. Agent Sterling! Agent Sterling! Halt. Ich habe an was getüftelt, das die Welt der Spionage für immer verändern wird. Es nennt sich biodynamische Tarntechnologie. Stellen Sie sich vor, ich könnte Sie, Achtung, jetzt kommt's, Trommelwirbel, verschwinden lassen. Verschwinden lassen? Verschwinden lassen. Warum sagst du das so schräg? Für den Effekt. Diese neue Tarntechnologie, du hast sie nicht zufällig zur Hand, oder? Ich hab sie sogar in der Hand. Zeig mal her. Klar. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ich hätte Wasser, einen trinkbaren Nahrungsersatz. Erledigt. Bleh. Die Aidsax hat einen komischen Nachgeschmack. Wo ist die Technologie? Sie haben sie gerade getrunken. Oh! Oh! Was passiert mit meiner Hand? Es hat funktioniert. Testperson wirkt desorientiert. Walter, was hast du getan? Hey, Lance, sehen Sie mich an. Dich ansehen? Ich kann dich nicht ansehen, Walter. Ich kann meinen Hintern und dein Gesicht gleichzeitig sehen. I'm a freak of nature, baby. No dose of it. Tauben sind überall. Die fallen keinem auf. Stopp, Kleine. Das ist die perfekteste Tarnung für einen Spion. Du enttaubisierst mich jetzt auf der Stelle. Es reicht. Ich mein's ernst. Ich erhebe meine Stimme. Ich vermute, ich sollte meine Stimme lieber nicht erheben. Du musst mich enttaubisieren, Walter. Eigentlich haben sie sich selbst taubisiert. Oh, ich werde dem Kerl wehtun. If you wanna get freaky love. Ich sollte mich erst mal vorstellen. Lance Sterling. Nur ein leichter Druck auf den Vagusnerv und schon, sieh dir den Knaben an, schlummert selig. Lance Sterling, ein legendärer Spion, immer wie aus dem Ei gefällt. Walter Beckett, Abschluss am MIT mit 15. Arbeitet im Techniklabor. Es gibt so viele Geräte, die ich im Einsatz testen will. Zum Beispiel die aufblasbare Umarmung. Das ist so eine Art Körperschutzvorrichtung, die ich entwickelt habe. Das ist eine äußerst widerliche Vergeudung von Steuergeldern. Das ist Ihre nächste Zielperson. Keiner unserer Agenten kommt an ihn heran. Boom. Ich hab da was. Es nennt sich biodynamische Tarntechnologie. Stellen Sie sich vor, ich könnte Sie verschwinden lassen. Hey, Lance, sehen Sie mich an. Dich ansehen? Ich kann meinen Hintern und dein Gesicht gleichzeitig sehen. Das ist so cool. Als Taube sind Sie vielleicht ein noch viel besserer Spion. Tauben sind überall. Die fallen keinem auf. Übrigens, Tauben können in Zeitlupe sehen. Das war ja krass. Hat noch jemand eine, Taube gesehen? Und Tauben können bis zu 150 km/h fliegen. Wehe, du wirfst mich vom... Er wird's schon hinkriegen. Nago Kimura. Sterling? Jetzt wird's gleich schmutzig. Also schöne Träume! Ich vermisse meine Hände. We gotta stay! Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Deshalb sind wir so ein tolles Team. Walter, du drückst zu fest. Oh! Was im U-Boot passiert, bleibt im U-Boot. Ich sollte mich erst mal vorstellen. Lance Sterling. Nur ein leichter Druck auf den Vagusnerv und schon, sieh dir den Knaben an, schlummert selig.
Lance Sterling. Ein legendärer Spion, immer wie aus dem Ei gepellt. Walter Beckett. Abschluss am MIT mit 15. Arbeitet im Techniklabor. Es gibt so viele Geräte, die ich im Einsatz testen will. Zum Beispiel die aufblasbare Umarmung. Das ist so eine Art Körperschutzvorrichtung, die ich entwickelt habe. Das ist eine äußerst widerliche Vergeudung von Steuergeldern. Das ist Ihre nächste Zielperson. Keiner unserer Agenten kommt an ihn heran. Ich hab da was. Es nennt sich biodynamische Tarntechnologie. Stellen Sie sich vor, ich könnte Sie verschwinden lassen. Hey, Lance, sehen Sie mich an. Dich ansehen? Ich kann meinen Hintern und dein Gesicht gleichzeitig sehen. Das ist so cool. Als Taube sind Sie vielleicht ein noch viel besserer Spion. Tauben sind überall. Die fallen keinem auf. Übrigens, Tauben können in Zeitlupe sehen. Das war ja krass. Hat noch jemand eine, Taube gesehen? Und Tauben können bis zu 150 km/h fliegen. Wehe, du wirfst mich vom... Er wird's schon hinkriegen. Nago Kimura. Sterling? Jetzt wird's gleich schmutzig. Also schöne Träume! Ich vermisse meine Hände. We gotta stay! Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Deshalb sind wir so ein tolles Team. Walter, du drückst zu fest. Oh! Was im U-Boot passiert, bleibt im U-Boot.